Reiter und Bertha Bonersup. Wir zwei sind Gerontoclowns für Menschen mit Demenz hier im Pfalzklinikum im wunderschönen Klingenmünster. Gerade haben wir etwas Urlaub und da hatten wir die Idee, oder ich hatte die Idee gehabt, Bertha. Ja, du hast immer die besseren Ideen, das stimmt. Dass wir uns weiterbilden könnten. Weiterbilden? Was ist denn jetzt das? Das müssen sogar Clowns einmal, dass wir ein bisschen schlauer werden und den IQ wachsen lassen. IQ? Was ist jetzt IQ? Innerer Kopfumfang? Denk doch jetzt bitte nicht so viel nach. Nicht nachdenken? Nein. Das kann ich ganz gut. Ich habe mir überlegt, dass wir Glücksdetektive werden und wir könnten das Glück suchen. Das ist eine tolle Idee. Ja. Du, da habe ich was dabei. Oh, guck mal, hier liegt ein Fernrohr. Ich guck mal, ob ich das Glück schon sehe. Ich sehe dich. Vielleicht finden wir hier jetzt gerade das Glück nicht. Ja, wie funktioniert das eigentlich, die Sache mit dem Glück? Und wo findet man es? Da könnten wir uns doch mal auf den Weg machen. Meinst du, wir sollten noch wo suchen? Finde ich, sollten wir. Ja, komm, ich habe ja Fernglas dabei. Gehen wir mal suchen. Genau, dann lass uns los. Ja. Hermine, ich glaube gleich. Ich sehe was. Hermine, guck mal, da hängt was. Guck mal. Das ist ein Hinweis. Ein Glücksglas? Hinweis. Wir müssen da lang. Ich sehe es. Guck mal, da. Oh. Das ist der richtige Ort, um die Schulbank zu drücken, Bertha. Genau. So, guck doch mal da. So, guck mal. Ja, oh. Ja. Was ist denn jetzt das? Ja, wenn das kein Glücksglas ist. Ah, ein Glücksglas. Da ist bestimmt ganz viel Glück drin. Komm, lass uns mal gucken. Lass uns mal reingucken. Guck mal, das Glück kommt sogar von oben. Hermine, machst du jetzt mal das Glücksglas auf? Ich bin so gespannt. Bin jetzt aber auch ganz neugierig. Meinst du, wir können das tun? Mach mal. Mach mal. Oh, Glück ist die Summe schöner Momente. Glück ist die Summe schöner. Ja, da ist die Summe. Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben. Hermine, weißt du, was noch Glück ist? Wenn du mal die Klappe hältst. Das Glück ist im Hier und Jetzt. Ja, genau, im Hier und Jetzt. Ja, aber wenn man glücklich ist, dann soll man doch nicht noch glücklicher werden wollen. Die meisten Menschen, die wissen nämlich gar nicht, wie schön die Welt ist und dass die Pracht in den kleinen Dingen verborgen ist. Wie Freude und Glück einen Menschen schön machen. Guck mal, wie schön du bist. Heute ist die, die man anderen macht. Jetzt habe ich es kapiert. Genau. Ja. Ja. Ist mein IQ jetzt größer? Ganz bestimmt. Top. IQ ist doch eigentlich furzegal. Egal. Jeder fragt, ob du Karriere machst, ob du ein Haus besitzt, wie reich du bist. Das Leben ist doch kein Einkaufszettel. Es kommt doch einzig allein darauf an, ob man
glücklich ist. Genau. Und weißt du, ich hab's jetzt verstanden. Glück muss man nicht selbst haben, das kann man auch anderen geben.